Moin zusammen. Heute will ich euch mal mit in den Kampf gegen den erhobenen Camellius nehmen. Und wir können auch mal ein bisschen über das EA Origins Monster Hunter Spiel reden. Also da gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Falls ihr das noch nicht wisst, EA Origins und ich glaube noch irgendein anderer Developer. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Planen ein Monster Hunter-ähnliches Spiel. Das heißt, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie hieß das nochmal? Wild Hearts heißt das. Das soll am 17. Februar rauskommen für die neuen Konsolen, also PS5 und Xbox Series und auch für den PC. Und da hatten sie jetzt die Tage einen Reveal-Trailer rausgebracht. Da konnte man dann schon ein bisschen sehen, aber da dachte ich, da mache ich noch nichts zu. Aber am 5. Oktober erscheint das erste Gameplay dazu, also ein Gameplay-Trailer. Und das schauen wir uns dann mal genauer an. Was da denn so Neues auf uns zukommt in Richtung Monster Hunter. So. Und, ach genau, was ich auch noch sagen wollte, das ist mein erster Kampf gegen den Camellius. Also, mal schauen, wie das wird. Und ich hoffe, ich verreck nicht zu oft. Wo bist du? Ah, da hinten. Jetzt jumpst du einmal kurz her. Ah, der Move ist so gut mit dem mit dem Jagdhorn. Das gefällt mir richtig gut. Wo bist du? Da vorne bist du. Oh, okay, ich bin vergiftet und tot. Alles klar. Vielleicht sollte ich mich mehr konzentrieren. Ich hoffe, wir schaffen den jetzt auch, aber ich denke schon. Ich könnte zur Not auch ein paar. Wie sind die Dinger nochmal? Irlitze sammeln. Genau, das war das. Aber nochmal zurück zu dem Spiel von EA. Das schaut ganz cool aus bisher. Bin bisschen vorsichtig mal mit EA. Aber anscheinend soll EA, also das große Studio von EA, da nicht so mit involviert sein, sondern EA Origins. Und das sind wohl zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, wir werden sehen, was das denn da wird. Aber wie gesagt, am 5. Oktober kommt der Gameplay-Trailer zu dem Spiel. Das schauen wir uns dann auch nochmal an. Dass wir, oder ich denke, da sehen wir dann ein paar mehr Sachen draus. Was man jetzt schon bei dem Reveal-Trailer sehen konnte, bisschen neue Spielmechanik mit so Boxen, die man craften kann, sag ich jetzt mal. Da kann man dann oh, so Sprungpads machen oder auch, wie heißt das, so Greifhaken ähnlich oder so, wie heißt denn das nochmal? Jetzt fehlt mir ein Wort, Leute. Binder. Jetzt haben wir es. So ein Binder kann man da craften und noch ein paar andere Sachen. Und auch ein paar neue Waffen konnte man sehen oder eine zumindest. Und das sah schon ganz cool aus. Die eine neue Waffe, die man da sehen konnte, war ein Schirm. Also ein, also ein Regenschirm. So. Und ich glaube, fünf Monster wurden, glaube ich, gezeigt. Ein Riesenmonster ganz am Ende des Reveal-Trailers.
Und dann noch ein so ein Schweinchen und dann was noch. Achso, eine Ratte war da noch bei und ein so Wolf-ähnliches Monsterchen. Und von der Grafik her schaut das auch echt cool aus. Das muss ich schon sagen. Aber bei dem Rest werden wir es dann sehen, was uns da genau erwartet. Was bist du jetzt? Aber du kannst bestimmt jetzt neue Angriffe. Oh ja, hä? Da hat er gar keinen Schaden gemacht. Das aber. Haut er ab? Ne, du bist da hinten, okay. Aber falls ihr den Review-Trailer gesehen habt, zu dem Spiel, schreibt doch mal gerne eure Meinung zu in die Kommentare. So. Und, genau, noch zu den Livestreams. Das hatte ich im Discord schon geschrieben, aber hier auf YouTube noch nicht gesagt. Und zwar machen wir Mittwoch jetzt erstmal den Challenge Run weiter. In Elden Ring. Und sonntags ist erstmal Monster Hunter und die Rising. Die beiden. Und vielleicht machen wir da auch immer noch, je nachdem, wie wir in Steel Rising zurechtkommen oder wie, je nachdem, wie Lust ich auf Steel Rising gerade an den Tag habe, machen wir auch andere Spiele noch am. Das war knapp. Oh, hallo. Noch andere Spiele am Sonntag dann in den Streams. Aber wie gesagt, mittwochs abends. Jetzt erstmal Elden Ring, die Challenge. Und Sonntag Monster Hunter. Das sollte nicht passieren. Ja, komm, tu was. Und was sagt ihr im Allgemeinen zu den neuen Monstern, die hier jetzt in Sunbreak reingekommen sind? Sind die toll oder eher so ma? Wie ist da eure Meinung zu? Ich bin tot. Oh. Das lief ja schon mal richtig gut. Wir gehen erstmal Erde sammeln. Nicht, dass wir den ganzen Kram hier nochmal machen müssen. Ein paar sind da unten. Und danke nochmal an Ghost. Ghost hat nämlich gestern unter dem Video, das Video, was heute Nacht erschienen ist, runtergeschrieben, dass man jetzt auch die Ausrüstung weiter verbessern kann. Das hatte ich auch noch nicht gewusst. Also danke da nochmal. Ajo, und das Video kam so spät, weil YouTube 3 Stunden dafür gebraucht hat, das zu verarbeiten. Warum auch immer. Das hat ein bisschen länger gedauert. So, das können wir schon mal nehmen.
Das ist auch bald auf Max. Ich glaube, da oben waren noch ein paar Erlitze. Jupp. Sehr schön. Ich hätte vielleicht auch Pestwiderstand, sag ich schon, Giftwiderstand mitnehmen sollen. Aber egal. Das lieber nicht. Den einmal. Das nochmal. Und ich habe schon wieder vergessen, die. Ist der Name nochmal? Achso, die Objektbox benutzen. Naja. Weil da sind ja auch immer Heilungen drin. Am nächsten Mal dann vielleicht. Die Giftfrösche nehme ich mal nicht mit. Und wir boosten uns erstmal weiter. Dass wir da das auf Max haben. Und hier oben noch welche. Ich glaube, da ganz oben. Da müssten noch Erditze sein. Ein weiter oben noch und dann. Ah, ne, doch nicht. Da noch welche? Oh ja. Okay, das haben wir schon auf Max. Leben haben wir auch fast auf Max. Oh, nee, ist noch einer. Aber da das Monster Hunter Spiel von EA jetzt im Februar rauskommen soll, kommt sau viel im Februar raus. Oder halt Anfang des Jahres. Einmal Wulong, Harry Potter, das Monster Hunter Spiel, Lies of P. Eieiei. Es ist sehr viel. Was Anfang nächsten Jahres kommt. Aber vielleicht wird das ja auch nochmal alles verschoben. Das kann ja auch noch passieren. Das da. Aber wollen wir mal nicht hoffen. So, hier ist keine Objektbox. Ah, das ist der falsche. Halbe Stunde später. Und wir können jetzt. Ja, die Objekt. Ich nehme die Objekttruhe jetzt mal nicht mit. So. Weiter geht's. Da so Knallkröte, Schneekäfer. Und achso, die Puppenspinne. Die können wir gleich mal nutzen. Das aber bestimmt nicht. Ich hab's gewusst. Ich treffe die nie. Das passiert so oft. Oh Mann. Hau jetzt nicht ab. Oh.
fall einfach rum. Ich bin tot. Oh, doch nicht. Wo ist er hin? Da vorne. Ja, ich hab das Ding kaputt gemacht. Aber wir halten schon mal ein bisschen mehr aus, ist gut. Muss ich nur darauf achten, dass ich mich einfach oft genug heile. Dass wir seine Angriffe immer überleben. Oh oh. Und wie geht's euch sonst so, Leute? Was ist gut bei euch? Nein! Gott, hätte er das jetzt noch ein zweites Mal gemacht, dann wäre ich hinüber. Oh Gott, was bist du? Ja, jetzt flippt er aber auch raus. Ja, er flippt aus. Nein, das schaut nicht gut aus. Wo bist du? Kannst du nicht mal einschlafen? Ich habe Palico und Palamut mit Schlafwaffen. Oder kann da nicht schlafen? Oh, das ist auch witzig. Ups. Ach, bleib doch einfach mal stehen. Düp. So, ich hab dir da mal was hingelegt. Oh, das sah auch cool aus. Ja. Das dauert noch ein bisschen. Der schaut richtig gut aus. Ah, oder habe ich die doch nicht mit Schlafwaffen? Oh, das war knappi. Ausgerüstet. Ja, ist gut. Bam. Hast du schon wieder ab? Nee. Wie viel?
Und Ghost, falls du das siehst, du sagst bestimmt, mit Insektenlebe ist ja richtig leicht, ja. Ich spiele keine Insektenlebe, tut mir leid. Das war so klar. Ah, Hilfe. Wo bist du hin? Ja. Wir haben ihn umgeworfen. Ach, hau doch nicht ab. Oh, ich habe keinen Gegner gleich mehr. Ist nicht gut. Ach, oh, jetzt haut er ab. Fick die Krise. Dahin. Draußen schreien sie. Ja, sagen sie da. Oh, ich glaube, ich sollte mir mal. Zumindest für die Monster oder auch für halt schwerere Monster. Kräftigen einbauen. Weil ich verreck dann doch schon ziemlich oft. Oh, ein neues Monster. Hallo. Kämpft gegeneinander. Hallo? Oh, ihn um. Ja. Wer? Einfach nur genügend Schaden mit den reitbaren Monstern machen. Ah, komm. Leider nicht ausgegangen. Bam, bam. Hab ihn an. Kann ich jetzt zu Tobi? Oder? Auch nicht. Dreh dich um. Tobi wird bestimmt vielleicht noch hierher kommen. Tobi, hilf mir. Knapp, knapp, knapp. Nein, das Gift geht weiter. Ah, komm, ich muss das so machen.
Das war eigentlich gleich beim Reiten wegen dem Gift. Sehr schön. Ach komm. Hilfe. Pass ab. Nee. Ja, den Blödsinn kannst du ruhig machen. Ups. Also irgendwie, kann das sein, dass ich nicht wirklich Schaden bei dem mache? Oh. Okay, das ist noch in Ordnung. Ah, jetzt haust du schon wieder ab. Bam, bam. Aber es ist ganz cool, dass auch ein. Also zumindest für mich. Ich habe schon gesehen, dass man den auch irgendwie in 3 Minuten kaputt hauen kann. War natürlich nicht ich. Nein, ich bin tot. Oder? Komm, 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 komm. So knapp. Hilfe. Oh, jetzt wieder umgefallen. Und nochmal. Oh, er ist fast hinüber. Wo bist du hin? Da, okay. Schnell weg. This is bad. Schnell weg. Oh, mein Ohr juckt. Okay, hallo. Du was Tolles. Komm hierher. Das erstmal, dass wir ein bisschen Schaden haben. Er hat aber auch echt witzige Movesets drauf. Okay. Dann gehen wir mal jetzt hier hinten hin. Weil da machst du jetzt bestimmt Blödsinn. Ja, das ist okay.
Nee. Oh. Hallo? Hallo? Ach Mann. Ah, er geht jetzt schlummern. Das ist gut. Dann können wir noch ein paar Bomben hinstellen. Hier nochmal neue Sachen holen. Und höchstwahrscheinlich haben wir dann... Doch, die Quest gleich zum ersten Mal geschafft. Oder gleich mit dem ersten Durchgang geschafft. Und bitte Schlummer. Das wäre wichtig. Oh ja, er schlummert. Sehr schön. Kann ich dich nämlich hier hinsetzen? Da. Dich da. Und jetzt gib ihn. Zack. Sehr schön. Ah. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Dann sage ich schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, schreibt, falls ihr noch dabei seid, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Update von Monster Hunter Sunbreak sagt. Was ihr zu... Ich habe den Namen vergessen. Von dem... Von EA, das Spiel. Ah, Wild Hearts. So hieß das. Was ihr dazu sagt. Und wie es euch so geht. Gut, dann habt noch einen schönen Tag. Wie lange haben wir gebraucht? 32 Minuten, alles klar. Das Video wird bestimmt heute Abend um 11 erst kommen. Also habt noch einen schönen Abend, schlaft gut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.